Herzlich willkommen zurück bei Star Wars, liebe Star Wars-Freunde. So, geht direkt weiter hier. Dann hauen wir doch mal auf weiter. So, jetzt haben wir gerade mit Schmerzen eingenommen hier Bespin. Schauen wir mal kurz, was sie so haben. Ja, dann bauen wir natürlich. Ah, da wird ein Geldplanet. Und jetzt gucke ich mal schnell, habe ich noch irgendwo einen Planeten? Hier brauche ich auf jeden Fall nochmal schnell ein paar Schiffe. Kann ich noch irgendwo die Base ausbauen? Das ist immer wichtig, falls die mich mal angreifen, dass ich dann auch Verteidigung habe. Ich habe ein taktisches Gefecht. Okay, das bedeutet, ich wurde irgendwo angegriffen. Auf meinem Planeten. Oh Mann, ey, das muss ich verteidigen. Ich hoffe, ich habe genug. Jetzt werde ich erst mal angegriffen, weil die wehren sich nämlich auch, die Schweine. Ist das, na, wenn es direkt Bodenkampf ist, habe ich noch keine Base. Okay, das ist natürlich doof. Was passiert dann, wenn man wartet? Kann sein, dass ich meinen Planeten verliere. Ist aber nicht schlimm. Ich werde natürlich sofort wieder zurückholen. Aber ich gebe ja natürlich hier nicht einfach so auf. Jetzt muss ich natürlich mal schauen. Eine kleine Rebellenstreitmacht hat unsere äußeren Verteidigungsanlagen durchbrochen und ist irgendwo auf dem Planeten gelandet. Sucht sie und beseitigt sie Ist umgehend. das jetzt alles, was ich habe? Ist das jetzt echt alles, was ich habe? Wollt ihr mich verarschen? So ein bisschen? Oh je, oh je, oh je, oh je. Habe ich wirklich keinen einzigen Soldaten hier? Das werde ich nicht packen. Ah, da, jetzt kann ich wenigstens Fahrzeugabwehrturm bauen. Habt ihr hier auch so einen Platz? Oder ist das der einzige, den ich in der Base habe? Oh, Jesus, ey, das ist da. Das ist hervorragend, ja. Dass ich zum Beispiel so viel Schaden mache, dass ich denen überhaupt gar keinen Schaden mache. Das ist ja, als würde ich mit Bauern kämpfen. Gut, dass der 20.000 Türme hat. Na, ich hoffe, dass wenigstens mein Turm hier ordentlich austeilt. Es ärgert mich nur ein bisschen, dass. Oh, ja. Dass ich hier auch nichts hab hier anderes. Naja, wenigstens haut der Turm schon rein. So. Jetzt haben wir erstmal die weg hier. Und ich hoffe, dass da immer wieder welche rauskommen. Oh, er hat auch Soldaten. Das ist natürlich äußerst dumm. Ah, der will mir jetzt natürlich weismachen, dass der so weit weg ist. Jetzt rennen wir mal ein bisschen weg. Vielleicht kommt der hinterher gerannt. Ah, die Scheiße. Ah. Keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass ich das packen werde. Und das ist doof, dass der direkt hier vorsteht. Das ist echt doof. Oh Mann, ich werde den Planeten verlieren. Aber es macht nichts, ich hole mir den gleich natürlich sofort wieder. Ihr sollt mir bitte auf die scheiß Panzerfaustschützen ballern. Ich mache jetzt einfach die Zeit schneller. Weil es bringt mir überhaupt nichts hier. Naja, gut, ich habe den Planeten verloren. Alles klar. Ich habe hier auch noch Geld, deswegen bringt es mir auch nichts. Hier kann ich nur mit denen kämpfen. Und ja, weil die Superbauern ja kein Interesse haben zu kämpfen hier, brauchen wir jetzt auch nochmal ein Panzerabwehrgeschütz. Ja. Hier könnt ihr weiter drauf ballern. Und ich hoffe, ich kann den jetzt abschießen. Ja, schön. Ja, auf die Männchen drauf hier. Ich habe zwar nur Panzerabwehrgeschütz, aber die kämpfen wenigstens mit alles, was sie haben. Regenbonus ist natürlich richtig scheiße hier. Ich hoffe, die haben nicht mehr so viel. Aber die kriegen automatisch mein Gebäude und so nicht. Ja, wir haben gesiegt. Ey, das ist ja wie Weihnachten gerade. Das ist echt wie Weihnachten. Deswegen muss ich jetzt ganz schnell hier. Ah, ich habe ja gar nichts. Ich baue hier nur so einen Schwachsinn. So, ich hoffe, dass danach wenigstens Ruhe ist und dass die durch meinen Weltraum nicht kommen. Ihr schickt euch mal dahin und du gehst mal spionieren. Ist ja Wahnsinn, was die da getrieben haben. So, jetzt holen wir uns erstmal Endor. Ihr wisst, Endor ist ein wichtiger Planet. Den kann ich auch so haben. Na gut, klar, den nehme ich. Ist gekauft. Aufbau läuft. Aufbau hat begonnen.
Ist absolut gekauft. Konstruktion so, jetzt. Mann, wenn ich hier schon hier oben bin, nehmen wir gleich auch noch einen, dann habe ich den auch sicher. Taktisch machen wir automatisch jetzt, soll mal schneller gehen. Nehmen wir ein. War eh nur von scheiß Piraten. Bin ja der übelste Einnehmer, ihr merkt das schon. Aber ist ja kein Problem für mich. So, jetzt geht's erstmal wieder hier unten hin. Jetzt habe ich ja hier alles erstmal abgesichert. Coruscant, da bauen wir uns auch nochmal welche. Ja. Hier baue ich schnell die Base aus. Weil ihr wisst ja, wenn ich keine richtige Verteidigung habe, können die einfach so mich angreifen. Und da habe ich eigentlich gesagt, kein Bock drauf. Ah, den tun wir weg. Der ist blöd. Oh, ein paar Soldaten noch. So, liebe Freunde, ja, dann würde ich doch glatt mal behaupten, dass wir jetzt Geonsis holen. Und dann haben wir doch mal eine richtig geile Hauptmission jetzt. Ich bin gespannt, was passiert. Und Attacke. Start. Natürlich, Hauptmissionen müssen gemacht werden. Gouverneur Tarkin hat davor der Beauftragte, die Ressourcen des Planeten zu erobern. Um den Planeten komplett zu beherrschen, müsst ihr im Weltraum und Boden die Kontrolle übernehmen. Ah, das sind die Kleinen, die mit den Schockwellen. Da war auch die große Invasion im zweiten Teil von Episode 2. War sehr, sehr geil. Ah, Weltraumkampf. Ich stehe auf Weltraumkampf. Gebt der Flotte das Zeichen zum Auf. Was ist das? Hm, die Rebellen versuchen, die zu beschützen. Angriff vorbereiten. Anscheinend haben sich die Geonosianer mit den Rebellen verbündet. Ruft Verstärkung. Auf diesen Verrat müssen wir schnell reagieren. Die Rebellen ziehen sich auf den Schutzpunkt zurück. Lasst sie nicht entkommen. Natürlich. Hallo. Ich bin's. Ist doch kein Problem für mich hier. Mit meiner Armee, du. Alles auf einen. Das ist immer am geilsten hier. Bam. Weggelasert. Ich hab euch gelasert. So, jetzt greifen wir an, ja. Der Planet ist so geil. So, jetzt haben wir die Rebellen wegklatschen hier. Ja, die Viecher sind krass. Weil die werden wahrscheinlich im Bodenkampf ziemlich viel Schaden anrichten. Ja, sie werden dauerhaften Schaden nehmen. Das will ich auch hören. Oh shit. Hier sind schon ein paar Einheiten. Also ist jetzt nicht so, dass hier nichts abgeht. Muss ich ja behaupten hier. Schießt mir mal eben den Turm hier ab. Der geht mir richtig auf den Bäcker hier. Also das Schutzschild ist schon stark. So, jetzt könnt ihr gleich erstmal auf alles ballern, was sich hier bewegt. Ja, macht den Turm noch kaputt. Und dann, hier haben wir noch verbesserte Laser hier. Jetzt habt ihr, ihr seht ja schon, die Laser sind gebündelt. Der Schaden geht hoch. Und das gefällt mir schon. Hätte ich eigentlich vorhin auch schon mal machen können. Das Geile ist, wenn man halt ein Schiff sagt, zieh irgendwo hin, dann ballern die halt die ganze Zeit automatisch. Und das ist so ein Jäger, der schießt Raketen. Aber das sind wieder diese kleinen Torpedoboote, die Abwehrmechanismen. Und jetzt kann ich endlich sagen, alles auf drauf hier. Und deswegen greift mal an. Zeigt mir, was ihr gelernt habt, liebe Leute. Haut mir diese kleinen Ungeziefer weg hier. So, alles im Blickfeld nehmen. Und Angriff. Alles auf den Schildgenerator, bitte. Habe ich die? Die sind noch alle im Modus drin. Hier war gerade ein Schiff, oder? Da. Eine Nebulon B-Fregatte. Die sind sehr übel hier. Die sind vor allem gut gegen meine Jägerschiffe hier. Deswegen werde ich jetzt natürlich drei Stück sagen. Greift mal hier drauf, weil die haben volle Batterien hier. Und die ballern ohne Ende. Aber ist ja kein Problem. Ihr seht schon, wie die gelasert wird. Die wird... Oh, ja, die Nebulon B-Fregatte hat natürlich gerade einfach mal eben ein bisschen Schaden angerichtet hier an meinem Schiff hier. Aber absolut kein Problem. Jetzt kommen mal noch die übelsten Superlaser hier im Einsatz. Und dann kriegen die erstmal Stoff hier. Ja, ich könnte schon noch so ein Schiff rufen. Machen wir auch. Absolut kein Problem. Und deswegen Angriff. Angriff. Und wo ist der Bomber? Ich will, dass der Bomber kommt. Da ist er schon. Also drauf. Macht mir die scheiß Raumstation kaputt. Ich denke, danach gehen wir im Bodenkampf. Aber jetzt nehmen wir erstmal das Ding auseinander. Ist eine Stufe 2, Stufe 3 schon. Oh. Deswegen dauert es auch so lang, weil meine Schiffe sind es eigentlich nicht gewöhnt. Gegen eine Stufe 3.
Base zu fighten hier. Aber ist ja kein Problem. Wir kriegen hier. Wir sind halt in der Überzahl, ne? Wir machen hier schön Stoff, Druck und Party. Deswegen ballert mal schön drauf hier. Da kommen noch ein paar Torpedos. Boah, geil. Schaut euch das mal so im Weltraummodus an. Sieht das schon enorm aus. So, Darth Vader, du bist gleich ganz zufrieden sein mit uns. Natürlich freue ich mich nachher, wenn die Erweiterung von dem Raumschiff kommt. Die sehen natürlich noch ein bisschen geiler aus. Und mein Lieblingsschiff, der Sternzerstörer. Und später im Erweiterungsteil gibt es auch den Super Sternzerstörer und der ist gigantisch. Die ganze Map ist ausgefüllt von denen und wow, kann ich nur sagen. Have a nice day. So, jetzt müsste Bodenkampf kommen, oder? Das All über Geonosis ist unser. Wir beginnen mit dem Bodenangriff. Natürlich. Gezeichnet. Oh. Richtet dort unten ausreichend Schaden an, um eine klare Botschaft zu senden. Auch der kleinste Ansatz von Rebellion wird nicht toleriert. Damit reduzieren wir unsere Arbeitskräfte. Unsinn. Die Überlebenden werden doppelt so hart arbeiten. Alles klar, Captain. Schaden anrichten ist genau mein Ding. Genosis, eine ringförmige und raue Felsenwelt mit einem rötlichen Himmel und die Landschaft gestaltet sich aus Tafelland, Spitzkuppen und verkrusteten Ausläufern ausgedörrten, verhärteten Wüstengrundes und Strahlung und Asteroidstürme überziehen gelegentlich die Oberfläche und treiben die Lebensformen auf der Suche nach Schutz unter die Erde. Die geonosianische Fauna hat sich diesen Lebensbedingungen angepasst und der Planet scheint frei von Leben zu sein. Die dominante Lebensform sind die Geonosianer, intelligente Insektoiden, die hochaufregende Turmstöcke bewohnen. Ja, die sind echt cool, die gefallen mir. Ich weiß gar nicht, die sind als... Also wenn du gut bist, helfen sie dir im Kampf. Genau, und wenn du böse bist, musst du halt gegen die kämpfen. Und die sind halt mit den Rebellen auf der Base verbündet und ja, werde ich halt zusammen angreifen. Ich hoffe, ich habe noch genug Bodentruppen. Nicht, dass ich jetzt zu wenig habe. Zwei? Wo sind denn meine ganzen AT-ATs und so? Was? Ich habe nur drei Männchen? Ach du Scheiße. Sind meine ganzen Einheiten gestorben oder was? Das ist natürlich ausreichend top, um diese Schlacht vielleicht sogar zu verlieren, wenn ich nicht aufpasse, weil ich keine Panzer habe und so. Ja, ja. Das war ja natürlich wieder super geil, was ich hier wieder treibe. Ah ja. Schauen wir mal. Ah ja, ich habe aber den Darth Vader dabei, den darf man natürlich nicht vergessen. Der macht natürlich hier seinen übelsten... Jetzt haben wir erstmal die Viecher alle weg. Ah ja, komm, was soll der Geiz hier? Da kommen noch mehr. Warten wir kurz, bis alle da sind. Boah, das sieht so geil aus, wenn die dahinter laufen. So, Truppen habe ich. Jetzt geht's ab. Deckung für meinen Anflug. Deckung, komm, gib mir Deckung. Da kommen sie schon. Dann machen wir einmal die Welle hier. Zack, die fliegen nämlich genauso scheppig weg. So, mach das scheiß Ding kaputt. Der ganze Bau, guck mal hier, die schießen die ganze Zeit in den Sand. Meine Sturmtruppen. Ich weiß, warum die den Krieg verloren haben. Weil die einfach so hochintelligent sind. Ich kämpfe die Wüste, ja. Ich kenne das. Dann sitzen die da mit so einem Kamm, ne? Ich liebe Spaceballs, Leute. Wer den noch nicht kennt, schaut euch Spaceballs an. Die Verarschen von Star Wars ist sehr, sehr geil. Aber einen lustigen, weil Star Wars kann man ja so nicht verarschen. Und für alle Star Wars-Fans gibt es noch einen Film, der heißt Fanboys. Der geht auch über Star Wars. Den könnt ihr euch auch mal reinziehen. Der ist auch echt geil. Echt doch. Also, ist cool gemacht. Hier gibt es halt viele Bodentruppen, deswegen bauen wir jetzt auch was gegen Bodentruppen. Da haben wir wieder so ein Nestlein, da gehen wir noch ein bisschen näher ran hier. Und dann bauen wir das immer wieder hier, Männchen-Base hier, weil ihr wisst ja, viele Männchen rennen hier rum. Ich hoffe, ich habe Infanterieabwehrturm, ja. Die Dinger nehmen wir auch ein, dann können die nämlich auch keine Verstärkung schicken. Der Darth Vader ist so krass, der rennt so weit und schnell vor. Ah ja, hier ist eine kleine Base, die nehmen wir natürlich ein. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Habe ich das scheiß Ding jetzt hier? Und das hier möchte ich gerne haben, das gibt nämlich Geld. Und ein Männchen. Habe ich auch erobert.
Ausgezeichnet. Roger, ich gehe hier hin. Hier brauchen wir natürlich auch so ein Männchen-Dingen. Ist mir wurscht, ob die jetzt hier hinkommen oder nicht, aber ich will auf jeden Fall so viel wie möglich haben. Ich mag das nämlich, wenn ich hier meine Base und mein Leben hier unter der Kontrolle habe. Da Freda rennt bestimmt wieder vor jetzt gleich. Ich habe sogar noch Bombenangriff hier. Könnte ich später auch nochmal. Kann sein, dass meine Hobbits gleich sterben hier. Aber ist absolut kein Problem. Denn mein Vader macht jetzt erstmal den Vader-Move. Komm, hau die mal weg hier. Was soll das hier? Oh, die haben Granaten hier. Die muss ich erstmal töten. Wir können meinem Vader-Line. Die sind so doof, dass die sich gar nicht richtig wehren. Die sind einfach äußerst schwach, ja. Ah, oh, geil. Der Vader wackelt, lässt erstmal hier das ganze Gebäude wackeln. Und meine Soldaten schießen wieder in den Sand rein. So gefällt mir das. Der Sand muss qualmen, liebe Leute. Ballert auf den Sand, ja. Ast rein, ey. Ich bin echt froh, dass wir den Krieg gewonnen haben. Ja. Oder zumindest so tun, als hätten wir ihn gewonnen. Okay, warum ist die Mine noch nicht meins? Was ist da los? Ich will die verdammte Mine haben hier. Mensch. Oh, ein Panzer. Und ein einsames Männchen, was überbleibt. So, Vader-Line, hau den mal weg da. Der geht mir da auf den Zack hier. Macht eure Männer bereit. Wir überprüfen das. So, jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Wir wollen ja wissen, was hier abgeht. Ich will natürlich die Base zerstören von den Hobbits hier. Ah, eine kleine. Kann man auch wieder eine Base bauen? Machen wir. So, muss ich jetzt hier beibleiben? Bis das blöde Ding da ausgereift ist oder. Oder was ist da los? So, bauen wir beides, damit ja nicht irgendwie auf die Idee kommt, dass hier was Böses ist. Sie werden sich uns anschließen oder sterben. Ich hoffe, dass die sich anschließen. Aber man kann schon überall Türme bauen, das gefällt mir. Das gefällt mir und deswegen, genau deswegen will ich das auch so. Da kann ich nämlich einen Abwehrturm bauen, einen Männchenturm. Ein einsames Männchen rennt mit und die nehmen wir natürlich den Rebellen ab. Ich will die auf jeden Fall weghaben von dem Planeten. Da kriege ich Geld. Einsatzziele. Erobern sofort. Ja, 1300 kriege ich damit. Möchte ich sofort haben. So, habe ich das scheiß Ding jetzt eingenommen? Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Ah, da kommen sie schon. Die kleinen Erdmännchen hier. Ah, die sind aber gegen meine Laser gerade nicht so. Gegen meine Laser haben die jetzt gerade nicht so viel zu sagen hier, ich merke das schon. Viel zu leicht, ja. Okay, und jetzt greifen wir erstmal wieder an hier. Den Vader-Move hier, zack, so gefällt mir das. Und mit der Hand das Auto zerquetschen. Und Angriff, hauen wir sie weg. Die dunkle Seite ist stark in mir. Ah ja, hier unten seht ihr schon. Hier greifen die nämlich an, die Pharisäer hier. Ist aber absolut kein Problem. Geht's einfach zu meinem Turm. Hier greife ich an. Und dann hauen wir sie weg. Ja, den Turm muss ich schnell töten hier. Hau doch mal den Turm jetzt weg. Erstmal schön zappeln lassen. Genau so. Naja, ihr könnt den Vader noch nicht mit Panzerfäusten kommen hier. Es ist ein Infanterieabwehrturm. Man sieht schon, aber er richtet ein bisschen Schaden aus. So, jetzt hauen wir noch schnell das hier weg. Ist wahrscheinlich auch noch so ein Nest, ja. Ist kein Problem. Machen wir direkt kaputt hier. Mir nach. So gefällt mir das. Ich bin so froh, dass ich den Vader an meiner Seite habe. Ohne den hätte ich da so ein kleines bisschen Problem gehabt. So, dich muss ich mal eben zerstören hier. Oh Mann, ey, jetzt kommen sie aber mit alles, was sie haben, hä? Widerstand ist zwecklos. Widerstand ist zwecklos. In Ordnung, Leute, ladet die Waffen. So, erstmal die Männchen alle wegklatschen hier.
Mein Gott, die mit ihren blöden Panzerfäusten ist der Wahnsinn, ey. Oh, Darth Vader, du musst jetzt echt mal deinen Move bringen hier. Das wird so langsam ein bisschen voll hier. Was? Da war er, da war er. Yippie-yay-yay. Das ist euer Ende. Kann ich einnehmen hier? Schnell dahin. Ich bin dein Schicksal. Genau so sehe ich das auch. Komm, nimm ein. Der Imperator hat mir befohlen, dass ich das machen soll. Also, dann muss ich das auch machen, wenn der Imperator das sagt. Der Imperator. Boah, ihr nervt mich, Leute. Ihr nervt mich. Ah, da haben wir schon mal ein Gebäude hier. Das sieht gut aus. Was ist das? Eine Mine. Eine Mine. Eine fette Mine. Jetzt bringe ich ihn erstmal das Geld weg hier. Dann bin ich schon mal ein bisschen Ruhe ab hier. Ihr ballert schon mal wieder in den Sand und so. Das gefällt mir. So, der Darth Vader rastet mal wieder aus. Der darf mal eben die Mine zerstören. Sehr schön. Ja, da rennen sie weg. Die Sklaven, die Rebellion, kriegen jetzt die Hucke voll. Mein Laserman, der haut einmal, da fallen gleich drei um. So gefällt mir das. Na, hätte ich jetzt voll gern, so wie bei Unleashed, dass der mit dem Laserschwert da reinrennt und alle abmoxt. Aber der Darth Vader, ihr kennt ja Unleashed Teil 1, der ist immer so ein gemütlicher und der läuft immer ganz geschmeidig. Der hat immer keinen Stress, weißt du, der weiß genau, unverwundbar. Und er macht dann seinen Hyper-End-Move. Und dann ist alles wieder in Ordnung. Die Sendeanlage muss ich zerstören. Natürlich zerstöre ich die Sendeanlage. Was denkt ihr denn von mir? Ich kann ja nicht den Sender da lassen. Also das wäre ja zu krass. Okay, da werde ich jetzt mal meine Bomben drauf werfen hier. Warum geht das jetzt nicht? Ah, jetzt. Okay. So, euch hau ich auch nochmal eben schnell weg. Ich hoffe, dass die Bomber kommen. Da kommen sie. Yes. Geht nochmal kurz ein bisschen weg. So. Oh, oh, oh. Bum, bum. Hat's gereicht? Ich hoffe doch. Weggebombt. Weggebombt. Finde ich immer ganz geil. Den Planeten erobern. Ich erober alles. Hier ist ja kein Problem für mich. Jetzt muss ich die Scheiße noch eben klatschen hier. Jetzt werdet ihr lernen. Ja, ihr werdet es lernen müssen. Mache ich auch noch kaputt hier. Eben schnell mit der Hand ein bisschen wackeln hier, sprich zur Hand. Und dann explodiert hier natürlich die ganze Base. Oh lala. Sehr schön, da kommen sie. Direkt weggeflammt hier. So, jetzt geht's weiter. Ich habe das Gefühl, dass hier auch noch was drin ist in dem komischen Tempel hier. Ein bisschen schneller, meine Freunde. Ein bisschen schneller, bitte. Hier brennt es. Hier geht ihr mal hin. Komm, Darth Vader. Jog mal ein bisschen. Was ist da los mit dir? Ah, hätte ich mal ein paar Einheiten noch. Der wird das Leben alle ein bisschen einfacher. Wenn ich doch nur schneller wäre. Wie die verlassenen. Achso, da muss einer immer dranbleiben. Ja gut. Das ist aber doof. Ist hier irgendwas? Gibt's hier gar nichts, ne? Bin ich umsonst hier lang? Na gut. Dann hier hin. Angriff ist die beste Verteidigung. Oh, da kommt was. Zwei Stück und die haben hier echt was. Wahnsinn. Und dann kommt gleich die Musik hier, ey. Das ist der Hammer. Und einmal Vader Move, bitte. Dankeschön. Und jetzt hier drauf. Haut die Säcke weg. Ich sag euch das, haut die Säcke weg. Infanterieabwehrturm, ist klar. So, haut drauf. Ja. Jetzt darfst du alles grillen und abmurksen hier. Absolut kein Problem. Ihr bleibt mal hier. Da mache ich jetzt auch so einen Bacta-Tank. Und da kommt gleich was anderes her. Ein Infanterieabwehrturm natürlich. So.
Einmal hier drauf, bitte. Dankeschön. So, ihr müsst euch jetzt mal kurz heilen, außer Wader, der greift jetzt an. Ihr geht jetzt mal nah dran hier. Naja, einmal Bam hier. Ist ja kein Problem. Und hier sprengen wir das Teil. Euer Mangel an Glauben. Ach, das dauert mir zu lang. Angriff. Da kommen sie schon, die Bämer hier. Die haben natürlich alles weggeknallt. Was ist? Hab ja auch nichts anderes erwartet von meinen Jungs. Widerstand ist zwecklos. Melde mich, liebe Fohlen. Ja, Angriff. Pause weg, Pause weg. Und nochmal hier, Männchen Base. Ihr sollt hier drauf ballern, du machst den scheiß Turm kaputt. Ihr haut mir die Männchen weg. Oh Mann, die haben hier echt eine kleine Base aufgebaut. Kann ich ja nur bewundern hier, die Jungs. Was für eine tapfere Tapferkeit hier von denen. Schießt er jetzt mal endlich die Viecher kaputt? So. Du brauchst mir ein bisschen zu lang. Jetzt hier hin. Die werden sich uns anschließen. So, Waderline, hau mal drauf. Hier brauche ich noch eine Männchenbase. Verteidigungsanlage meine ich. Da kommt noch einer. Erstmal drauf hier. Zack, 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 zack. Das war's. Danke. Auf das Gebäude drauf. Und ich hoffe, dass die gleich am Arsch sind. Sehr schön. Und weiter geht's. Komm hier drauf. Schauen wir mal. Hause weg. Das sieht gut aus. Sehr schön. Wir haben alle ausgerottet. So gefällt mir das. Na gut, hier haben wir noch einen Bacta-Tank. Aber wenn der nicht mitzählt. Hervorragend, hervorragende Leistung. Ich bin sehr zufrieden. Eben die Mission hören. Wir haben eine neue Technologiestufe. Und wie es weitergeht, erfahren wir dann im nächsten Part. Und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Euer Ivano. Ciao.